Hallihallo, Hallöchen und ein wunderschönes Willkommen zurück hier bei Live in the Woods mit dem lieben Lucky Priest. Hallihallo, Hallöle. Und meiner Wenigkeit, dem Knusperkopf. So, wir haben jetzt kurz hier nochmal die Wand schnell geschlossen, da drüben auch und soweit. Ist erstmal alles zu. Wir wollten ja eigentlich die anderen besuchen, die sind aber durch, die sind halt offline jetzt, ist ja auch nicht das Problem, können sie ja machen, wie sie wollen. Das heißt, wir gehen sie jetzt doch nie besuchen, das müssen wir halt ein andermal machen, wird noch. Und, ja, wir machen jetzt halt andere Sachen. Ach, das geht wieder nicht. Doch, gehen würde das. Wollte hier noch eben an der Treppe noch. Ja. Gehen würde das, muss nur wissen wie. Guck mich nicht so an, Alter. Du bist der Spooky. Ja, du wolltest ja nur deinen Tunnel... Du bist ein Krapfen. Alter, wie du den Kopf gerade so komisch bewegst. Du bist ein Krapfen. theoretisch wolltest du ja nur den Tunnel weiterbauen, ne? Das hast stimmt du eigentlich. Also ich wollte jetzt zuerst meine provisorische Treppe... Treppe sei schon... eine provisorische... Na, Brücke, was wollte ich jetzt Brücke sagen? Holz Brücke, genau. Bauen. Einfach mal, dass man wenigstens rüberlaufen kann, ohne da runter, hoch und so. Ich verstehe schon. Und dann mache ich den Tunnel. Ja. Wie weiß jetzt nicht, ob du das... du möchtest. Und ich soll ich dir gleich das Carpenter-Blöcken machen? Die Brücke? Nee, da habe ich bloß noch 28 Stück. Oh. Ich habe noch das Holz von dir einstecken, das habe ich noch gar nicht verbraucht. Ich kann dir noch Carpenter-Blöcke machen. Das wäre super, weil dann können wir nämlich die Brücke irgendwann einfach... Ne? Mhm. Oh, schön, hier drin regnet's nicht. Das ist geil, ne? Das ist so geil. Ditte und dann Ditte und Ditte. Übrigens müssen wir uns mal über eine Beleuchtung einigen, was du schön findest. Weil ja, hier drin gehört eine Beleuchtung und zwar hier, also weißt du, ja, hier so... halt so eine richtig fette Beleuchtung eigentlich. Also, weißt du, hier so, so da. Ich kann weißt du, so nicht, ich bin gerade innen... im Craften. Achso. What? Ja. Yeah. Ja, irgendwie... Sekunde, weißt du, so hier, so, da. Ich habe noch keine richtige Idee, weil das ist alles so... So, das weiß ich nicht, ist alles so dunkel, die Lichter. Ich weiß nicht, warum, aber die sind alle ziemlich düster. Das heißt, du müsstest hier Tonnen an Lampen reinzimmern irgendwie, habe ich so das Gefühl zumindest. Ich will irgendwas... Also ich finde ja diese Vierecke, die du da mal gemacht hast, die da finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Und ich glaube, wenn du viele machst, geht das. Vierecke? Ach, die da, ja. Mhm. Ja, theoretisch könnte man hier drunter auch noch welche machen. Unter die Galerie. Weil die dimmen sich ja. Unter die Galerie könnte man noch welche machen. Immer zwischen die Pfosten sozusagen, das würde gehen. Also zwischen... Jetzt also, zwischen oh, ja, das also zwischen dir und mir sozusagen. ja, es ist halt... Live in the Woods, muss ich echt sagen, ist ziemlich trüb. Im Allgemeinen. Also außer wirklich gerade Sonnenaufgang oder so... Dann ist echt super schön, aber ansonsten immer so. Bläh. Was wollte ich jetzt tun? Du wolltest auskleiden, glaube ich, oder? Ich überlege aber gerade wie. Also hier machen wir Glas rein, haben wir gesagt. Ich hole erstmal Glas. Dann mache ich das erstmal. Soll ich das Glas chiseln, dass das durchsichtig ist, oder wie sagst du? Ja, bitte. Okay, kriege ich hin. Denke ich mal, dass ich das hinkriege. Komplett durchsichtig? Also wirklich, ne? Also so richtig durchsichtig? So richtig halt? Als ob es weg, wie genau. Ein unsichtbarer Block oder genau. Was? Oder mit ja, doch noch einer kleinen Struktur drinne. Ich kann da nochmal eben zurückkommen und wir bauen eben, was am coolsten wäre. Also ich hätte halt richtig... Na, Mann, das war jetzt wieder doof, oder? So, also ich hätte jetzt zwei Varianten, die ich mal so schon getestet habe, die mir so persönlich am besten gefallen haben. War das das? Ja. Ditte. Musst du mal hochkommen, dann... Toll. Hallo? Hey, ich will das auf die... Ach toll, du hast die Slabs gelegt. Ich darf wieder nie. Warte mal, nee, oder? Hier vorne habe ich auch... Nein! Ach ja, das war ja so.
Warte, ich muss mal kurz was abändern fix. Ja, nee, ich darf die nicht setzen. Na, komm ich mal eben. Doof. Warte mal, ich muss noch mal kurz. Ich habe die falschen Dinger genommen. Ich habe die Glasplatten genommen, aber die gehen nie mit den Carpenterblöcken. Da sieht das so aus, als hättest du so ein Glas. Boah, das sieht von hier oben aber aus wie so ein Megapilz. Hast du Pilze? Also wenn du von der Brückenrichtung kommst und hier runterläufst, sieht das aus unser Haus wie so ein Megapilz. Echt? Mhm. So schlimm. Mhm. Oder dann hätten wir. Überleg gerade echt, ob wir nochmal zwei Stockwerke oben nochmal abflachen. Zwei Stockwerke nochmal oben abflachen? Achso, nochmal zwei. Nee, aber nicht jetzt. Nee, ich bin drin. Nee, nicht jetzt. Ich bin drin. Also werden die Variante. Und dann müsste ich mal kurz das probieren. Das weiß ich nie, wie das jetzt aussieht. Ach. Was ist denn hier? Oh, toll. Ach so, ist wieder einer von dir. Ach, Mann. Das ist aber scheiße, wenn wir das jetzt so einzeln machen müssen. Nee, das sieht kacke aus. Nee, das sieht irgendwie doof aus. Man macht lieber die da. Geht das so? Meinst du? Ja, es sieht halt, ist halt dieses Minecraft-Glas, ne? Nicht ganz, nicht ganz. Das Minecraft-Glas würde so aussehen. Ach stimmt, sogar noch eine Nummer. Ja, mit das so einem ich, Rand. Das halt jetzt drin. Aber besser. Welches? Das finde ich, das ist das hier. Ja, das ist halt das Doofe, ne? Ich muss... ich bin gerade sehr verwirrt. Ach so, Chisel. Mann. Das kommt da erstmal wieder rein. Du kannst ja mal... Ja, oder doch Holz. Von außen sieht's da aber dann nicht so cool aus. Naja, sehen wir halt jetzt auch die Kante, ne? Weiß ich nicht, ob das so geil ist. Ne, es sieht wahrscheinlich von außen geiler aus wie von innen. Nee, komm, mach Holz. Das macht keinen Sinn, mach hier alles Holz und fertig. Gut, alles klar, Chef. Weil das sieht scheiße aus, wenn du von oben wieder praktisch den halben. Ne? Naja, alles gut. Ich mach das, Chef. Alles gut. Also Holz, gut. Holz. Ach nee, das war falsch. So sagt er schon wieder so, andauernd so. Und dann chiseln wir das Zeug mal kurz zurecht. Einmal das zu, welches war das? Das. Dann nochmal das zu dem. Das zu dem. Ja, ich lasse es erstmal. Ich belasse es erstmal dabei. Und daraus kann ich nämlich keine Slabs machen. Das heißt, ich muss jetzt wirklich komplette nehmen. Aber naja. Ich habe da lang vielleicht noch eine Idee. Ja, trotzdem ein Problem, dass ich die nie abbauen, dass ich die nie machen darf, ne? Weil du die Carpenters gesetzt hast. Ja, hast du noch ein paar Carpenters? Weil dann kannst du im Prinzip das abbauen und ich... Dann musst du halt meine immer kaputt machen. Oh, ist ja voll aufwendig. Ja, ansonsten muss ich neben dir stehen und im Prinzip immer die ich jetzt du gesetzt habe. So, nee, du hast doch sowieso eigentlich fast alle dann noch gesetzt. Außer hier vorne hatte ich gesetzt. Die Rest hast du da gesetzt, ne? Ja, siehst du. Das ja, von mir aus kann ich auch eben zurückkommen. Ich weiß aber nicht, ich finde das doof. Warum ist das so? Ja, das ist irgendwie... Das behindert das Ganze. Behindern, genau, Mongo. Genau. Okay, da kannst du gleich nochmal deine Meinung äußern, was du davon hältst. Die Spüle. Ah, was werden eigentlich... Oh, warte mal, ich mach mal kurz Plan B. So. Toll, das... Da komme ich natürlich wieder nie ran. Das ist ja echt... Ah, warte, da war's doch. Fuck! Oh, Mann, wie viele Varianten muss es denn... Das war's doch gerade. Ich sehe das von hier unten gerade so schwierig. War noch eins. Eins. Eins noch. Nochmal eins. Stopp! Na! Nee, das ist nicht das, was ich will. Du weißt gerade nicht, was ich machen will. Doch, du willst einen L nach oben hin. Nee, nach unten. Alter, jetzt geht's mir auf den Sack. So. Du hast doch hier oben einen Absatz. Ja, ist, aber gar, ja nicht, ist aber gar nicht so doof, finde ich. Wegen? Weil hier ist ja eh das Glas.
Obwohl, du kannst ja eigentlich hochlaufen, ne? Ja, genau. Da kannst du noch ein bisschen besser rüber. So, wenn wir mal angegriffen werden bei PvP, weißt du? Ja, ja, total, ne? Ich muss aber jetzt immer hüpfen. Ja, die Idee ist auch nicht schlecht. Also, ich finde die auch nicht so schlecht. Fiel mir gerade mal so ein, aber ich muss halt immer die... Ja, stell dich doch hier oben hin, dann mach er alle weg. Soll ich hier eben alle wegmachen? Ich kann die aber nur von unten dran machen und das ist gerade ziemlich schwierig. Warum? Weil genau, du stehst ja hier oben und setzt einen unteren Block. Was? Ich muss ja die Treppen von unten anbauen. Na so. Hä? Das sind Treppen, die ich dran baue, mein Lieber. Ja, ich habe keine. Alter, nö, das ist mir echt gerade mega aufwendig. Ich weiß nicht. Wir müssten was. Die einfachste Variante wäre jetzt eigentlich diese. Ein komplettes, nochmal dir im Prinzip Rüberschau. Ja, nochmal rundrum, damit ich die Treppen gleich von Anhieb von was Anfang... Was setzen du da für Blöcke? Wie, was setze ich da für Blöcke? Setzt hier irgendwie andere Blöcke? Ach, du hast die Karten doch schon eingefärbt, meinst du? Ja, die brauche ich, ja. Oh, jetzt komme ich da nicht hin. Wie machst denn du das? Was denn? Ach, du machst die mit dem Hammer wieder hoch. Ja, genau, mit Rechtsklick, genau. Hm. Und jetzt kann ich die wieder runter machen. So, jetzt habe ich die Treppen dort nämlich gesetzt. Aber um das stimmt, da könnte man, weil hier, von hier siehst du nämlich, du würdest jetzt so, wenn du hier stehst, so nicht durchschauen können. Auch wenn das Glas ist. So dann fände ich das cool, wenn wir mal von unten gucken, sieht das gar nicht so doof aus, wenn wir das dann noch... Weil da könntest du mich hier hochschauen. So einen Cobblestone-Rand machen würden. Ja, Cobblestone-Rand finde ich geil. Also denn... Ja, ne? Ich finde jetzt aber den hier auf meiner Seite finde ich schöner wie deinen. Ne, hier, ne, das müssen wir ja noch austauschen. Ist ja alles kein Ding. Aber das Ding ist das, wir müssten jetzt, wie gesagt, immer die komplette Reihe hier nach oben klopfen. Und das kann ich nie, weil du die gesetzt hast. Das ist echt blöd. Ich mache. Macht er. Also vor der Treppe in Block immer. Oh, geht nicht. Muss erst abreißen. Was? Ich muss das alles abreißen. Du stehst drauf. Nee, das kann ich von unten auch machen, ist nicht so schlimm. Du stehst drauf. Gerade auf dem, den du. Nee. Nee, weil das sind deine Treppen. Du sollst doch die Treppen nicht machen. Die kommt doch weg. Ach, eins weiter. Du stehst drauf. Hä? Dann ist das noch einer von mir. So. Boah, ey, das ist. Also ich Leute, nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich ein bisschen eine Scheißregelung. Ich weiß nicht, warum das so ist, keine Ahnung. Es ist sehr merkwürdig. Gut, die Idee mit dem Hammer ist ja geil, muss ich so sagen. Ist ja echt eine coole Idee, aber das... Also Leute, ein Hammer schlägt ja nicht nur meinen Nagel rein, sondern alle Nägel. Ja, theoretisch müsste ich die halt immer abbauen und darauf habe ich keine Lust, deswegen. Ist halt ein bisschen stressig, ne? Ja, wäre mehr Aufwand, wie wenn du das mal kurz hochprügelst, sozusagen. Ja, ja, mach ich ja eben. Und dann später wieder runterprügelst, weiß ich ja nicht. Wir können nur dann zusammen die Treppe bauen, die Brücke. Mann, komm ich jetzt mal hier rüber, verdammte Scheiße! Du, ganz ehrlich, wir haben ja keine Termine. Mhm. Und die Brücke finde ich so ein bisschen mein Pläsier, das hätte ich gerne. Ja, klar, kein Problem. Weißt du, so ein bisschen gechillt, was? Ich bin gerade ein bisschen am Verzweifeln. So, fertig. Was, fertig? Ach so, einmal rum, oder was? Ei. Ei. So, und dann wäre das so. Mhm. Die dumm. Finde ich cool. Es wird Tag, Ulu-Tag. Ich muss die Treppen abmachen, weil ich muss die ja wieder setzen, sonst muss ich jetzt neue kaufen. Oh, ich bin schon wieder hungrig, hell, Leute. Wenn du Treppen dann einstecken hast, gibst du mir die dann mal bitte bei Gelegenheit? Ich hab, keine Treppen an. Na, doch drei Stück. Ja gut, dann, wenn ich gerade über dir was abgebaut habe, deswegen. Oh, Alter, ich bin echt gerade zu doof hier. Jetzt. Ich spring von... Alter, Mann! Bau dir doch Gerüst. Ich hab ja ein Gerüst, die Schränke, Mann. So. Ich geh mal eben kurz zum Tschüss. Feld und hol ein bisschen was zu essen. Brauchst du auch was? Deck oder so? Bring halt mit. Was hättest du denn gern? Erdbeeren? Bring mit, was du kriegen kannst. Naja, am besten was wir grillen können. Das wäre eigentlich schon praktisch. Dann. Grillen? Naja, also... Beinefleisch, hä?
Kartoffel oder Eggplant was? Also Spargel zum Beispiel, Aubergine zum Beispiel, Kartoffeln, Sweet, ob normal oder Sweet, Kartoffeln, geht alles. Wir müssen ja auch im Garten also ein bisschen mehr Licht alles machen, das sind ja gerade 3 Fackeln. Ich weh es, aber ich bin halt am überlegen, ob das überhaupt Chili Pepper? So, nein. So cool ist, wenn die Onion? So mega bestrahlt. Onion ist Zwiebel. Sweet Potato. Zum Beispiel, die kannst du komplett mitnehmen. Die kann man in den Ofen hauen, dann bringen die nämlich mehr. Die sind fertig, wenn sie rot unten wenn sind, du, ne? Wenn du Rechtsklick machst und die ernten kannst. Oder wenn erwachsen steht, beziehungsweise bei dir steht ja Mature oder was auch immer da steht. Mature? Mature. Was habe ich hier? Potato? Potato kann man auch in den Ofen schmeißen. Genau. Dann weiß ich noch gerade aus dem Kopf Eggplant, Pilze, die Pilze kannst du auch zum Beispiel mitnehmen. Kann man hier? Und was Korn. Denn? Rutabaga. Hä? Das ist auch so eine Beet. Beet sind Radieschen. Rutabaga hier Dings da Bums, da sind auch sowas wie Spinat. Sowas wie Parsnip, so eine. Ach Mann, ich komme gerade nicht. Schatten. Ich komme gerade nicht drauf. Brokkoli. Cotton. Baumwolle? Okay. Ja, ich habe es erstmal dort mit angebaut. Turnip. Okay. Was ist das denn? Diese Rübenfrüchte sind das. Mann, jetzt habe ich's. Parsnip ist auch so eine Rübenfrucht. Brokkoli. Strawberry. Erdbeer. Oh, wir haben nochmal ein Erdbeerfeld, oder was? Das sind andere Erdbeeren. Okay, irgendwie. Ja, es sehen auch nämlich auch anders aus. Gibt zwei unterschiedliche, ne? Die einen gehören zu dem einen Biom, die anderen zu dem anderen. Das ist ganz merkwürdig. Okay. Wachsen gleich, weißt du? Bringen gleich und wachsen gleich und was soll's. Also die blau, die lilanen kannst du noch ernten auf jeden Fall. Daneben müsste glaube ich auch dann das Spargelfeld sein. Ich habe jetzt keinen Platz mehr. Das ist so. Grad ein bisschen Problem. Bisschen. Hast du einen Rucksack? Was habe ich denn hier? Mustard, Senf. Brauchst was ist das? Leek. Leek. Leek ist Lauch. Brauchst du auch nie mitbringen. Tut nicht Not. Zucchini. Brauchst du auch nicht mitbringen. Theoretisch. Was ist das? Wheat. Gras. Heu. Blackberry. Nö, also die Beeren brauchst du, die können wir ja auch nicht mehr schmeißen. Korn kannst du mitbringen, daraus können wir ja Popcorn machen. Echt jetzt? Ja, klar. Echt jetzt? Hä, hast du auch schon gegessen? Was? Was? Essen? Er hat Essen gesagt. Ach ja, so, ich bin hier mal jetzt an der, die Treppen habe ich neu gesetzt. Und dann kannst du oben die schon wieder dann zurecht prügeln. Prügeln? Ja, prügeln gesagt. Klar. Aggression freien Lauf lassen an den Carpenter-Blöcken hier. Aha. Ich verstehe. Ach, jetzt komm. Lass mich doch die 3 Äpfel noch essen, dass ich einen Platz kriege. Mann! Dass du platzen kannst? Affenplatz. Hä? Männer, die auf Affen platzen. Was? Was? manchmal, also, ne? Kennst nicht den Film Männer, die auf Affen starren? Nö. Männer, die auf Ziegen starren? Affen starren. Nein, mir nix. Oh. Genau, die muss er dann noch zurecht stutzen, weil ich finde das doof. Ich glaube, ich habe gerade ein Feld abgerissen, kann das sein? Mit Linksklick? Du musst schon rechts klicken, ne? Müsstest du jetzt Seeds in der Tasche theoretisch haben. So was ich mache. Nee, eben keine Tasche, das ist das Problem. Sweet Potato. Ich mache jetzt deine. Ich bin mal gerade so frei und mach deine Blöcke doch mal kurz raus und setz die einfach neu. Ja. Voll dämlich, ey. Finde ich echt doof. Gefällt mir. Alter! Nicht. Ich habe keinen Platz in Irina. Ich glaube, das geht schneller so. Wie wählt man diesen scheiß Rucksack an? Ja, in unten ins Inventar, also in den Gürtel legen. Ach, und dann Inventar, rechtsklick. Ja. Und dann rechtsklick.
Nee, eben nicht Rechtsklick. Unten in deine Leiste und dann Rechtsklick. Auswählen, dann Rechtsklick. In die Luft irgendwo. Am besten. Ja, dann mache ich mal eben meine Carpenter rein, weil... Ach, geht also hier doch. Nur ein paar... Selbst. Dim, 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 dim. Also kann ich hier dann nämlich Holz verlegen? Ach nee, kann ich nicht. Trotzdem nicht. Zwar auf der Reihe, die ich gerade setze, aber den Rest ja trotzdem nicht. Aber dann hat das schon mal wieder die, da haben die schon mal wieder die richtige Höhe. Du sparst dir deinen Carpenterhammer, alles gut. Bin schon wieder am Starren, Alter. Soll ich dir Essen bringen? Nö, ich finde hier schon was, so ist es nie. Also am Hunger hapert es mittlerweile nicht mehr. Nee, kriegt man hin. Wenn man nicht gerade so einen Vollpfosten hat wie mich, der hier ein Feld abreißt, um Essen zu kriegen. Alles gut. Ach Mann, jetzt man haut er nicht dauernd in... Was ist denn hier? Weiß ich nicht. Was ist denn gerade los? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was du tust. Ich habe ja, keine ich bin Ahnung. Hier im Menü und komme nicht mal raus. Mann. Ich weiß nicht, was du tust. Ich, kann ja, ich war gerade in meinem Menü und kam nicht mehr raus. Was ist denn? Mann! Weiß ich nicht, was ist. Mann, ich bin kein Hellseher. Hellcher. Hellcher? Hellcher, Mann. Wie kann man denn die komischen Früchte da als Korn? Nein. Wie hießen das? Sweet Potato? Sweet Potato. Hä? Ich weiß nicht, was du da weggemacht hast jetzt. Ich auch nicht. Gut. Ein paar stehen noch, aber... Na, dann musst du mal hingehen und gucken, was da steht. Oak Sapling. Nee, das ist nicht. Ja, normalerweise was bist ziehst du denn? Die, normalerweise... Korn. Doch, Korn. Ich hab Korn. Normalerweise ziehst du die Seeds mit raus, ne? So wie ich es zumindest in Erinnerung hatte. Korn? Korn? Korn. Ich habe jetzt jede Menge Korn, aber keine Saplings davon. Okay. Dann liegen die vielleicht noch auf dem Feld irgendwo rum? Kann nee, ich stehe hier gerade auf dem Feld. Hier ist na, dann musst du halt noch mal welche machen. Ich weiß aber gerade nie, 7x3 sind 21 Seeds brauchst du für ein ganzes Feld. Na, 1, 2, 3, 4, 5 habe ich stehen lassen. Okay, dann brauchst du keine 21 mehr. Dann musst du jetzt ja, schon klar, aber wie macht man die? Einfach oben in dein Viererfeld reinlegen. Ah, okay. Gibt einer einen, ne? Ja, ja, einer einen. Was wollte ich jetzt machen, verdammt? Ach, das Scheiß habe ich doch nur einstecken. So, ditte und ditte. Mal gucken, wie das aussieht. So, jetzt ist die Frage, was wir oben für Glas einsetzen wollen. Das sieht ja doof aus. Ich komme. Das sieht ja blöd. Nee, das weiß ich, dass wir das nie so lassen. Deswegen mache ich das gleich wieder raus. Merkwürdig. Zwei Spargel habe ich noch. Ich bin schon wieder am Starven. Mann, was ist los? Was noch essen? Ich habe Essen. Ich habe doch hier alles. Ich bin im Lager, glaube ich, Essen. Wir haben Sweet Potatoes. Haben wir fertige 27. Da kann ich wieder einen Stack rausnehmen. Warum hole ich eigentlich Essen nicht, Depp? Wir haben ja nichts im Lager, deswegen. Ja, so ohne Quatsch. Ey, ich bin's noch so gewöhnt. Ich hab das ja noch nie in Action gesehen, weißt du? Ist da nicht schlimm. Ich meine, brauchen können wir sowieso immer. Ja, aber doch nicht per P das holen. Eigentlich müssten wir jetzt noch mal die Zufuhrstrecke hier irgendwann machen, ne? Ja, dazu bräuchte man erstmal deinen Gang, ja. Ja gut, einen haben wir ja schon. Ah, warte, du kannst ja im Prinzip schon oben... Ja, schon. Oben unter der Decke könntest du ja einen ziehen, weil... Scheiße, jetzt darf ich hier wieder nicht setzen. Warum darf ich da nicht setzen? Weil das Problem bei dem Gang ist eigentlich nur, dass du richtig viel gegen Wasser kämpfen musst. Ja, das kriegt man ja hin. Ja, sicher. Boah, ich hab grad eine Idee. Moment. Ja, mach mal. Das so geil aussieht, weiß ich noch nie. Soll ich reinkommen oder?
Nö, bleib draußen. Hä, wieso? Was, klar kannst du reingehen. Ja, ob du mich brauchst. Na, du kannst dir das mal kurz angucken. Das finde ich schön. Kaum oben. Der ist doch nicht schon mal oben. Find das schön? Ja, sorry. Oder das Geländer lieber aus Holz. Also das obere zumindest. Das hier finde ich schön. Ja, das obere aus Holz. Ein Handlauf aus Holz. Hier, du musst mir hier, du darfst mal bitte hier, warte, das nehmen. Und das nehmen. Und mit dem Holz bitte mal hier ringsrum laufen und den Boden mal bitte machen kurz. Ach so, jetzt habe ich die alles mit davon. Dem Hammer oder was? Nö, einfach reinsetzen. Hier rechts liegt überall da, wo die Carbon-Blöcke noch nie keine Beschichtung haben. Weil die darf ich nie machen. Weil ist nie. Das sind die Oakwood Plants, ne? Das sind die gechiselten, ne? Ach so, hier hinten kann ich ja noch gar nicht. Genau. Also, eigentlich wollte ich eine Brücke machen, ne? Ja, das kriegen wir. Das kommt noch. Es geht halt nie alles auf einmal. Ist ein bisschen doof. Ich brauche dich halt gerade wegen den Carpenter-Blöcken hier. Ja, ist gut. Ja, ich finde es halt auch eine bisschen blöde Regelung. Wir können es auch so machen, dass oder du willst das machen, den Gang halt verbreitern. Das könnte ich ja theoretisch auch machen. Kannst du auch. Unten da den Gang eben. Ja, es sind halt viele Durchbrüche zum Fluss. Ja, ich krieg das schon hin. Ich bin da ja. Weil du viel parallel bist zum Fluss. Also das ist nicht so. Alles gut, alles gut. Nee, da kann ich ja dann dort weitermachen, weißt du? Und du kannst dann. Ja, dann machen wir jetzt hier nochmal soweit fertig. Oder zumindest das Dach könnte ich sogar alleine machen komplett eigentlich, weil das habe ich ja, die ganzen Treppen habe ich ja gesetzt von oben. Das würde ja gehen. Warum ist hier jetzt Stein drunter? Weil so. Da diese Stütze ist. Ja, muss eben Carpenters machen. Ich habe auch noch welche einstecken zur Not. Oder hier. Nee, alles gut. Okay. Ich habe gar keinen Carpenter, Signorina. Wir sind schon wieder bei 27 Minuten, glaubst du es? Echt schon wieder? Ach, warum ist denn hier schon wieder so hoch? Ach, hier ein einziges darf ich nie auskleiden, ne? Das ist echt gemein. So, den machen wir da hin und den. Nee, den lasse ich mal eben stehen. Schön. Was? Ja, sobald du zwei übereinander machst, kriegst du es nicht mehr weg ohne. Na, mit dem Hammer. Echt jetzt? Ja, klar. Ich baue die immer gleich komplett ab. Kannst du auch, aber. Geht auch. Geht auch wieder zu entfernen. Leute, schreibt mir dann immer per Steam, wenn ich gerade aufnehme. Mann. Weißt du was, ich chisel mir davon nochmal ein paar Blöcke, da kann ich derweil. Kann ich ja wieder zurück chiseln dann. Da kann ich schon mal das Geländer oben machen. Oh. Ich habe gerade überlegt, was diese gelben Punkte in diesem Bodenbelag machen. Ja, das ist das Licht. Okay. Ich dachte mich echt gerade, wie beschissen sieht das denn aus? Ich mag die Holzstruktur irgendwie. Ne, die macht Sinn, ja. Also das ist mit einer von denen, die mir auch wirklich gefällt. Mir fehlen noch, ich habe keine mehr. Echt? Wie viele fehlen denn hier ungefähr noch? Weil ich habe jetzt gerade noch mal welche in der Hand. 4, 8, 10 Stück. Hat gerade ausgesehen, als ob die, ja eben. Ich weiß doch, wie das aussieht. Oh nee. Ich kann dir auch dann was anderes zeigen. Das ist auch lustig. Das kennt jeder Minecraft-Spieler. Jeder. Außer ich. Naja, du bist ja. Ich bin auch kein Minecraft-Spieler. aber eigentlich, also man kennt's halt. Warte mal. Drück mal F. Halt. Ha, ja. Warte. Ich könnte immer hier. Den musst ja du belegen. Ach so. Ja, warte mal, bleib mal so. Ja. Und drück mal ducken, also crouchen. Und drück mal vorher F5. Was vorher F5? Ja, drück mal F5. Ja. Scheiße, die Ausrastfunktion ist angegangen. Nein! Affe. Aber, gehen Sie weg. Ich muss erstmal die Ausrastfunktion wieder wegmachen. Jetzt habe ich hier ein Stück Desktop mit drinne, kann das sein? Bestimmt. Ich muss das ist eine Folge, die ich rendern muss. Aufnahme ist sowieso fertig. Hier, den musst du noch bitte belegen mit Glas. Warte, gebe ich dir eins. Warum auch immer. Echt, hab ich den jetzt gesetzt? Ja, einen? Ein einziges, ja.
Ach, und da musst du oben dann auch noch in so ein Ding drauf machen. Also so ein Holzding noch. Habe ich dir auch gerade gegeben. Sieht auch aber hübsch aus. Hübsch. Geil. Jetzt guck ich mir muss die Geschichte F5 wieder drücken. Jetzt gucke ich mir die Geschichte mal von unten an. Schön. Schön. Finde ich geil. Glas von außen, dieser Strich außen sieht auch cool aus. Du hast mir das falsche Glas gegeben. Ja, stimmt. Nee, hä? Eigentlich nie. Ich habe den gechiseltes gegeben auf jeden Fall. Oh, warte mal, halt, ich habe 7 reingezogen. Ja, warte. Falsch, ich habe das falsche genommen. Crouch und Linksklick mit dem Hammer. Hä? Crouch und Linksklick mit dem Hammer. Mach mal. Jetzt hast du nämlich die zweite Schicht vorne drauf gesetzt. Nochmal? Ja. So kannst du dir auch die Doppelschicht wieder entfernen. Ah, okay. Und hier oben diesen Holz, genau, den dieses ich nicht habe. Habe ich dir eins gegeben? Ja, ist noch mehr. Nö. Kotz. Kotz dich aus, der Schwein. Cool, cool. Awkward Plants und bam. So, und das Dach mache ich nie heute, das mache ich mal ein andermal. Ich denke, das können wir mal so genehmigen, oder? Sieht ja, schon vielleicht mal auch mal neben der Aufnahme. Nö, hast du noch 4 Fackeln zufällig? Warte. Willst du hier an die... Doch, jetzt geht's ja. Hier einfach auf die Ecken eine Fackel setzen. Geht nie, weißt du warum? Warum? Weil das ein Carpenter-Block ist. Aber Plan B. Warte mal, das geht bestimmt. Da. Warte. Ah, schön. Wir könnten daraus auch noch eine Carpenter-Fackel machen, ne? Die kannst du dann auch noch aus Cobblestone machen, sozusagen. Wollen wir es mal probieren? Ich probiere das mal kurz. Muss aber gerade... Ja, das sah aber gerade geil aus. Also, wenn jetzt noch die Fackel aus... Das wäre cool. Und warte. So, und so bestimmt. 8 Stück. Lol. Die Fackeln lohnen sich ja sogar noch mehr. Cool! Geil. Das ist geil, das sieht richtig cool aus. Obwohl das ein bisschen dunkler... Ne, obwohl, nee, passt. Ja, ich glaube nur, weil das Licht da oben hier leuchtet. Mm-hmm. Deswegen sieht das so aus. Ich glaube auch, ja. So, und... Doch, das ist schön. Das ist schön, sagt er. Hat schön gemacht, Mann! Weil die Seiten, die ich da dran gemacht habe, die sehen ja auch so aus. So ein bisschen dunkler irgendwie. Also hier jetzt nie, aber sobald ich das Ding hinsetze, werden die dunkler. Okay, ich verstehe. Naja, ist es halt. Mhm. Kann man machen nichts, muss man gucken zu. Ja, eben. Muss man geben Daumen hoch. Yeah, bleh. Stimmt, ne? Merken wir jetzt mal. Ab und zu. Doch schön. Doch schön. Schön, 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 schön. Schön, 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 schön. Schön. So, du darfst abmodden, mein Lieber. Ja, Mann, liebe Freunde und willkommen. Also halt, reden soll kommt ich auch noch. Neuen Folge? Was? Ja, eben. Nicht an, ab, Affe. Nee, also, danke fürs Zusehen, meine lieben Freunde. Und bis zur nächsten Folge von Let's Play Minecraft Life in the Woods mit dem Darky Priest. Ja, toll. Das bin ich übrigens, Entschuldigung. Und dem Knusperkopf. Alter. Alle Dude, mein Digga. Alle Dude. Alle Dude. Naja. Also wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.